Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Projektbecken-Reihenfolge-Video-Serien-Reihe, was auch immer. Technikvorstellungen heute steht auf dem Programm. Ihr seht, die Produkte von Aquabee stehen da, das heißt, es geht um diese Produkte. Wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, heute geht es sich um die UP5000 24 Volt Electronic. Es ist eine Pumpe, die einiges kann, sehr unscheinbar aussieht, aber wirklich auf allerhöchstem Niveau arbeitet. Geliefert wird sie, so wie es hier liegt, mit also die Pumpe selber, der Schlauch gehört zu meinem Becken. Das Steuergerät, der Korb, die Anschlüsse und hier haben wir auch noch Rohranschlüsse mit dabei, die man mit aufsetzen könnte, wenn man das gerne möchte. Und natürlich noch das Netzteil. Das habe ich jetzt noch unten drin. Ist nichts Besonderes. 110 bis 220 Volt, 30 Watt Netzteil. Gut, fangen wir mal mit den Kleinigkeiten an. Der Controller ist komplett frei von allem. Das heißt, hier ist kein Kabel fest dran. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich kann diese Pumpe komplett von allen Kabeln befreien bzw. die alles losmachen, ohne dass ich den Controller irgendwo durchfädeln muss. Ich habe hier links und rechts sind zwei Aufnahmen für Schrauben. Habe ich jetzt nicht brauchen können, weil ich den auf der Scheibe befestigt habe mit einem Klettband. Das habe ich mir selber besorgt. Und wir haben hier unten drunter drei Anschlüsse. Das hier in der Mitte ist der Stromanschluss. Das hier hinten ist der entsprechende 0 bis 10 Volt Anschluss für externe Steuerung. Das ist nämlich hier möglich. Ich habe hier einen Schalter, der ist dafür da, für die externe Ansteuerung dieser Pumpe. Und wir haben hier den Anschluss für die Steuerleitung. 1, 2, 3, 4 Pole hat es. Und ja, das ist schon mal zum Controller zu sagen. Klein, handlich. Ach ja, die Pumpe hat eine Leistungsanzeige hier, die beginnt bei 20% und geht dann in 10er Schritten bis 100% hoch. Zu den einzelnen Leistungen sage ich gleich noch was. Ja, wie gesagt, dann haben wir hier Schlauchanschlüsse, Rohranschlüsse, die können wir im Prinzip hier mit draufpacken, das kann verklebt werden. Dann kann ich hier meine Verrohrungen dran weitermachen. Wenn ich zum Beispiel Close-Loop-Systeme habe, ist es ganz praktisch. Da gibt es übrigens auch noch entsprechende Programme hier drin. Die hat Intervallsteuerung. Gehe ich aber nicht weiter darauf ein, weil ich hier die Pumpe normal betreibe. Aber sie hat 15 Programme für Intervallsteuerung. Das heißt, damit kann man hervorragend Closed-Loop-Systeme betreiben. Die Schlauchanschlüsse, die wir hier haben, hier Außendurchmesser sind für 25 mm, die Rohranschlüsse sind auch für 25 mm. Sonst haben wir eigentlich nichts großartig. Wenn die Pumpe dann mal ausgeschaltet wird, weil sie gereinigt wird oder ähnliches, sie geht wieder auf das alte Programm zurück, was eingestellt war, also wenn ich hier am Controller gearbeitet habe. Und das Gehäuse ist hier aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr widerstandsfähig vor allem. Und die Pumpe erfüllt natürlich den IP68 Standard. Das sind alles langweilige Sachen, die ich euch hier erzähle. Ne? Komm, wir gehen jetzt mal hin und zerlegen das Ding mal. Ja, kommen wir jetzt mal zu der Pumpe selber. Ich habe euch jetzt einige Sachen um die Ohren gehauen. Und ja, wie gesagt, Pumpengehäuse ist extrem widerstandsfähig. Das ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Dichtungsringe, die hier drin sind, die hier verbaut sind, unter anderem natürlich in den Anschlüssen. Hier ist aus alterungsbeständigem Silikon, also die Dinger, die halten ewig. Und was auch sehr hochwertig ist, komme ich jetzt gleich zu. So, hier haben wir den nächsten Ring.
ist hier unter anderem natürlich diese Verkabelung. Der Kabel ist 3 Meter lang. Wenn ich es nicht schon gesagt habe, weiß ich jetzt gar nicht. Extrem lang. Also wir können da den Controller schon an eine Stelle hinsetzen, wo man ihn vernünftig sehen kann. Zudem haben wir hier einen extrem hochwertigen Stecker mit einem Feingewinde. Da müsst ihr übrigens aber aufpassen, nicht zu fest ziehen. Ist nicht nötig, sobald er den Kontakt hat und leicht angezogen ist, reicht es vollkommen aus. Das Kabel hier, das Steuerkabel, das ist aus Polyurethan. Auch, wie gesagt, sehr hochwertig. Und kommen wir zur Pumpe selber. Der Block ist, ja, einmal hier unten drunter haben wir die Aufnahme. Die kann ich, auch wenn das Pumpenhäuse geschlossen ist, abziehen. Geht ein bisschen schwerer. Somit ist auch gewährleistet, dass es drauf bleibt. Hier unten sind Saugnäpfe dran. Und ja, dann könnte ich die Pumpe davon, kann ich davon trennen. Ich brauche kein weiteres Werkzeug. Sie ist hier definitiv so konstruiert, dass man die genau auseinandernehmen kann. Einmal das Kreiselgehäuse und dann kommen wir auch schon zum Herzstück. Und zwar zu dem gedeckelten Läuferrad. Das kenne ich übrigens so, wie es ist, aus der Teichtechnik. Was ich aus der Teichtechnik nicht kenne, ist die Kühlung, die hier drin ist, für die Läufergruppe, zeige ich euch gleich. Aber dieses gedeckelte Läuferrad passt hier natürlich mit dieser Aufnahme hier oben genau hier in diese, ja, in diese Aufnahme, in diese Fuge, hat den Vorteil, es wird kein Fremdwasser, keine zusätzliche Verwirbelung entstehen. Also der zieht tatsächlich direkt hier raus das Wasser und drückt es dann anschließend nach außen hier. Und das ist hocheffizient. Also das ist schon ziemlich geil. Deshalb muss auch dieses Pumpengehäuse bzw. das Kreiselgehäuse immer hundertprozentig genau sitzen, damit das hier zueinander passt. Man sollte dann ab und zu dann auch mal hingehen und das hier reinigen. Meine persönliche Meinung. Da könnte sich was drin ablagern, Schmierstoffe, was auch immer. Aber grundsätzlich, denke ich, wird sich das selber auch frei halten. So, dann kommen wir zum Herzstück, zu der eigentlichen Läufergruppe. Und da muss ich euch, wie gerade eben schon gesagt, auf diese Kühlung hinweisen. Wir haben hier überall Löcher drin. Und diese Löcher sind dafür da, dass da Wasser reingedrückt wird, durchgedrückt wird. An der Läufergruppe wieder von unten her, glaube ich, ja. Muss ich eben gucken. Ja, da unten sind Öffnungen. Also es geht unten an den Seiten rein, kommt an der Läufergruppe wieder hoch. Oder umgekehrt, nein, es geht an der Läufergruppe direkt vorbei und kommt dann da wieder raus. So, weil hier sind auch, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich blende euch da noch Bilder zu ein, da sind auch Öffnungen drin, also sprich, das Wasser wird hier an der Läufergruppe vorbeigedrückt und geht dann anschließend durch das Gehäuse und kommt dann hier außen an diesen entsprechenden Öffnungen wieder raus und kühlt somit den Motorblock selber. Ja, die Läufergruppe, wie ihr seht, ist auch sehr hochwertig verarbeitet. Also es ist ein komplettes Teil hier. Hier der Magnet, das sind hochwertige Neodym-Magnete, die extrem kräftig sind. Und Keramikachse haben wir hier. Das Ganze ist alles tutto completo vergossen, sodass halt auch nichts passieren kann für uns im Meerwasser. Die ist übrigens natürlich auch im Süßwasser einsetzbar. Also nicht nur für uns Meerwasser-Aquarianer, die ist genauso gut im Süßwasser verwendbar. Ja, wenn man die Läufergruppe gereinigt hat, einfach ganz normal vorsichtig von oben wieder einsetzen, gucken, dass die Achse unten in die Führung reingeht und dann nach unten drücken, den Deckel drauf, der übrigens nicht in irgendeiner bestimmten Position sein muss, den kann man einfach so draufsetzen. Dann gehe ich anschließend hin und setze das Kreiselgehäuse wieder auf, da muss ich dann drauf achten. Genau, dass es einmal kurz Klack macht und dass es überall auch anliegt, damit sich das innen drin, wie gesagt, die Läufergruppe nicht verkantet. Und dann verdrehe ich es einfach wieder nach oben und dann ist alles fest. Die Schwalbenschwanzaufnahme bzw. unten den Fuß dran und dann kann ich auch wieder hingehen und Dichtungen einbringen für den Ansaugkorb. Und die Dichtung für die Rückförderung. Wie hier passt. Mach's doch so schnell. So.
Zack, wieder drauf. Es muss nicht zu fest, ganz wichtig. Hatte ich nämlich eben gehabt, da war es zu fest aufgeschraubt, da muss man echt richtig dran packen. Ist nicht nötig. Die Dichtungen, die sind so gut, das reicht, wenn man es handfest anzieht und dann ist das auch dicht. Gut. So Leute, ich lasse euch noch mal eben kurz teilhaben an der Inbetriebnahme. Dann habt ihr das nämlich auch schon mal gesehen. Und ja, Pumpe kommt erstmal wieder in die entsprechende Kammer rein. Kann ich so auf dem Boden platzieren. Ich habe jetzt unten den Drehverschluss noch ein kleines bisschen lockerer gelassen, damit ich den hier oben besser in den Schlauch in die richtige Richtung drehen kann. So, jetzt brauche ich meine Dichtung und jetzt wird es ein bisschen fummelig für mich. Jetzt muss ich nämlich da hinten draufsetzen. So, handfest anziehen. Jetzt kann ich hier unten noch mal kurz nachziehen, wenn der Schlauch in der richtigen Position ist. Wie gesagt, ich kann die Pumpe ohne Probleme direkt auf den Boden stellen. Dann kommt der Controller hier. Das Kabel hatte ich nach hier hinten gedrückt. Also erstmal alles, was ich zu viel hatte, schön dahinter versteckt. Und anschließend gehe ich hin und packe das wieder mit den Kabelbindern, wie wir es am Anfang des Projektes ja auch hatten. So. Jetzt fängt es ein kleines bisschen an zu rumpeln. Meine Frau ist da oben. Gucken, wie es reinkommt. Ohne Kraft reinstecken. Andrehen, das Feingewinde, bis zum kleines bisschen Widerstand hat, so dass man das auch leicht wieder lösen kann. So, und dann wieder an die vorgegebene Position. Hier ist der Stromstecker dazu. Und ja, ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Dann geben wir mal wieder Saft drauf. Und sie müsste auch wieder in der entsprechenden Einstellung. Ihr hört es, Luft wird rausgepumpt. Und das Einzige, was da jetzt zu hören ist, momentan noch oben, das ist tatsächlich, dass das Wasser da oben in den Schacht reingeht. Hier die Einstellungen, die ich hier unten habe, sind jetzt 50% Leistung und sie läuft ganz normal durch. Also es ist kein Intervall oder ähnliches eingeschaltet. Und wenn die jetzt gleich soweit ist, dann hören wir uns das nochmal an, wie die Akustik generell ist. So Leute, ich habe jetzt gerade mal alle anderen Pumpen ausgeschaltet und wir haben jetzt hier noch ein kleines bisschen Geplätscher drin, aber das ist minimal, das hört man eigentlich gar nicht. Und diese Pumpe läuft einfach unhörbar. Ja, kommen wir mehr oder weniger zu einem kleinen Resümee schon. Ich habe die Pumpe ja schon jetzt seit Beginn des Projektes im Einsatz und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon relativ viele Pumpen gehabt von unterschiedlichen Firmen. Will ich jetzt hier auch nicht alle nennen, ist vollkommen wurscht. Das hier ist definitiv die erste Pumpe, die ich neu ausgepackt habe. Also die war ja nicht gebraucht, es ist eine ganz neue Pumpe gewesen. Habe sie eingebaut, angeschlossen, angeschaltet und sie lief unhörbar an. Ja, das Einzige, was man gehört hat, ist natürlich das Wasser, was nach oben gedrückt wurde, kurzzeitig. Die Luft wurde rausgedrückt aus dem Kreiselgehäuse und danach habe ich diese Pumpe nicht mehr wahrgenommen. Das ist schon heftig. Das ist schon ganz großes Kino. Das ist, also wenn man jetzt hier was hören sollte, dann ist das ganz ehrlich gesagt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, weil ich höre sie überhaupt nicht, definitiv. Nochmal zu den technischen Daten muss ich eben kurz ablesen. Maße, Länge 190, Höhe 165, Breite 100, also sprich so wie sie jetzt hier aufgebaut ist. Und ja, süß, klein, eigentlich recht groß für mein System da drüben, das ist schon richtig, aber ich fahre das knapp auf 60%. Auch weil die Verrohrung oben so einen Knick hat, muss ich ein kleines bisschen mehr Gas geben. Aber diese Pumpe macht einen Bombendienst und muss. Ja. Die Reinigungsintervalle sind recht lang.
Ich habe sie jetzt, ja, einen Monat. Ich habe sie eben, bevor ich das Video angefangen habe, hier kurz ein bisschen von außen vom Dreck befreit. Innen drin war eigentlich so gut wie gar nichts. Und ja, da sieht man im Endeffekt, es ist gut durchdacht, gut konstruiert und ja, tut das, was es soll. Vernünftige Förderleistung bringen. Gut, ich denke, ich habe soweit alles durch. Ich muss mal eben meine Checkliste anschauen, ob ich auch alles erwähnt habe. Ich befürchte ja. Und ich sag mal, das hier ist definitiv eine Pumpe, wenn man sich eine holen möchte, die A, vielleicht auch extern steuerbar ist. Was höherwertiges ist, dann liegt man mit diesem Gerät definitiv richtig. Ich werde sie weiterhin bei mir im Projekt unten einsetzen. Sollte irgendwas sein, werde ich euch das definitiv mitteilen, das wisst ihr. Und aber ansonsten, wenn ihr von dieser Pumpe von mir nichts mehr hört, dann kann man davon ausgehen, das Ding tut das, was es soll, nämlich fördern. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir doch bitte den Daumen da. Habt ihr den Kanal schon abonniert oder nicht? Wenn noch nicht, dann abonniert ihn doch bitte, macht die Glocke an und schaut auch mal bei Aquabee sonst auf der Seite vorbei. Die haben immer tolle Produkte da. Bis dahin, ich zähle auf euch. Euer Ralf. Ciao.